Geschäftsführer, Führungskräfte, Potenzialträger, Olympiateilnehmer, wir waren wieder wandern. Und dieses Mal habe ich das Ganze mal ein bisschen für euch zusammengeschnitten, um dir erstens ein paar Eindrücke zu vermitteln, ein paar schöne Aussichten zu zeigen. Und dann aber wiederum habe ich immer wieder mal ein paar Content-Häppchen mit eingepackt, damit ihr auch mit Content, Inhalte etc. Inspiration aus dem Video rausgeht. Und zuletzt hoffe ich mir natürlich, dass das euch auch unterhält. Das ist mein erster Versuch mit so ein bisschen in Richtung Vlog. Wenn das Ganze euch gefallen sollte, dann lasst es mich unbedingt wissen, um mir ein Gefühl zu vermitteln, hey, mach mehr davon, Burak, das macht Spaß, das zu sehen, taugt auch einigermaßen was, dann gehe ich mehr in die Richtung. Aber jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit diesem coolen Video. Ja. Was hast du geplant für heute? Tag 1. Wir treffen uns hier am Bahnhof und jetzt geht es quasi hier durch das Tal. Die Sonne fängt an zu scheinen, wir sind noch im Schatten, hoch auf dem Berg. Mit ein paar kleinen Abenteuern zwischendurch. Hier der Konrad am Start. Servus. Machen eine kleine Pause. Schöne Aussicht, schönes Wetter, coole Truppe. So soll es bleiben. So, der erste liegt schon drin. Das heißt, sich mit 5-6 Atemzügen, tiefen Atemzügen schon mal drauf einzustellen. Und im Idealfall das Ausatmen verzögern. Verzögern, tief raus, eher schneller rein, weil beim Einatmen verschnellert sich der Herzschlag eher und beim Ausatmen verlangsamt sich das Ganze. So, was du im Wandern lernen kannst in Bezug auf deine Karriere, sind im Wesentlichen 5 Schritte, die du auch 1:1 benutzt, wenn du Ziele erreichst. Das bedeutet, A, du brauchst ein Ziel, um überhaupt loszumarschieren. Du musst wissen, wo will ich eigentlich hin. Wir wollen morgen da oben hin. Und dann geht es quasi darum, dass du auch starten musst. Das heißt, das viele Planen, ja, ist jetzt vorbei, jetzt geht es in die Umsetzung, du musst loslaufen. Weil ohne Loslaufen kommst du nicht von der Stelle. Das klingt sehr logisch, aber das ist der Schritt, bei dem die meisten eigentlich stehen bleiben. Das heißt, sie kommen gar nicht vorwärts. Dann brauchst du im dritten Schritt das richtige Equipment. Ja, wenn du dich hier umschaust, das siehst du das entsprechende Material. Und in Bezug auf Karriere brauchst du eben die richtigen Fähigkeiten, die du dir aneignen musst. Und dann wird im vierten Schritt passieren, dass du auf dem Weg unterschiedlichste Hindernisse überwinden musst. Das haben wir heute auch gehabt. Ja, einzelne Leute mussten kämpfen mit ihrer Kondition. Und das hast du auch in Bezug auf Karriere, weil sonst wäre es ja einfach zu einfach. Ja, das bedeutet, am Laufen zu bleiben, weiter, den nächsten Schritt, einer nach dem anderen. Wenn es schwieriger wird, trittst du kürzer, aber du läufst weiter. Und dann nämlich im fünften Schritt kommst du oben an und kannst das genießen, was du die ganze Zeit dir erarbeitet hast. Das ist zwar einmal der Ausblick da oben, aber in den meisten Fällen ist nicht immer das, was im Wesentlichen im Kopf bleibt, sondern der Weg, den du dann erlebt hast, gemeistert hast, die Erkenntnisse, die du dort auf dem Weg gewonnen hast, die dich dann zu dem machen, was du bist. Alles war für den Arsch. Und dann bin ich auch in ein Loch gefahren. Dachte ich, fuck, ich habe mir alles gegeben, aber für was eigentlich? Und dann habe ich viel drüber nachgedacht und habe ich für mich festgestellt, dass all meine Ziele und Werte alles im Außen war. Ich habe für alle gekämpft, aber nicht für mich selbst. Und wo ich das erkannt habe, an dem Tag habe ich mir geschworen, es passiert mir nie wieder. Und habe meine Sinnfrage neu gestaltet und habe dann gesagt, ich möchte den Menschen was zurückgeben. Die, wo mich lieben, die, wo wirklich hinter mir stehen. Meine Familie, meine Kinder, meine Urenkel, meine Freunde, meine Fans, ja, die, wo den Lebensweg verfolgen. Ich möchte, dass sie noch eines Tages stolz über Papa, Opa, Opa sprechen mit einem Lachen im Gesicht. Ich möchte Menschen helfen, durch Inspiration. Und dafür bin ich bereit zu leiden, in meinem Leidensweg Menschen zu helfen. Und wo ich das so verstanden habe, hat es mir so viel mehr Kraft noch gegeben. Und danach konnte ich auch erst meine wahre Stärke entfachen. Nee, 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 da geht nicht mit.